Ja, ich war jetzt frühstücken und das hier ist das Sky Pyramids und dann lauft ihr hier die Straße entlang und da seht ihr direkt schon den Ticketschalter. Lasst euch auch auf keinen Fall von irgendwem belabern, von wegen er hat eine bessere Tour, dies, das. Kauft einfach das offizielle Ticket, dann könnt ihr reingehen und fertig. Also hier sind nämlich ganz viele Taxiverkäufer, die wollen euch irgendwo hinfahren oder ja, da steht es dick dran, Tickets einmal auf ja, Deutsch bzw. Englisch und auf Arabisch. Also rechts auf dem Bild, wo auch die Leute anstehen, da gibt es die Tickets und links, wo ich jetzt reinlaufe, ist nochmal eine Taschenkontrolle und Metalldetektor. Ja, ich bin jetzt auf dem Gelände. Hier hinten, wo die Ägyptenflagge ist, kommt man rein, da kauft man sich auch die Tickets. Lasst euch, wie gesagt, da nicht belabern. Also der Eintritt nur für das Areal hier kostet 240 ägyptische Pfund. Wenn ihr in die große Pyramide wollt, also die rechte jetzt, sind es 440 ägyptische Pfund. Und wenn ihr in die mittlere Pyramide wollt, dann sind es 100 Pfund. Also alles zusammen, roundabout 780 ägyptische Pfund, ja, glaube ich. Ja, und dann könnt ihr euch hier, wie gesagt, frei bewegen. Ihr könnt auch in die Pyramiden reingehen, wann ihr wollt. Wichtig ist, das Areal hat geöffnet ab 8 Uhr. Also jeder, der hier ein Hotel in der Nähe hat, sollte am besten so früh wie möglich hier hinkommen. Denn ihr seht, hier aktuell sind kaum Touristen hier. Und später steht dieses Areal, ich versuch's mal, da oben, wo jetzt der... Ja, das Ende ist quasi der Straße, da stehen später boah, bestimmt 15 Busse oder so, weil die Touristen dann kommen und gehen. Also wenn ihr in Hurghada losfahrt, dann ist es normalerweise so, dass ihr erst zum großen Museum fahrt und dann halt zu den Pyramiden. Das heißt, ihr seid hier so ab 11 Uhr. Es gibt aber auch Reiseagenturen, die fahren erst zum Pyramiden und dann zum Museum. Das heißt, dann kommen die schon so um 9 Uhr 39. Also achtet da auf jeden Fall drauf, dass ihr nicht zu spät seid, sonst steht ihr später bei den Eingängen an den Pyramiden ewig. Weil die Touristen haben ja nur ein begrenztes Zeitfenster und dann ja, stellen sie sich da immer als erstes an. Auch wichtig, wenn ihr hier hin möchtet, ihr müsst schon ja, gut zu Fuß sein, würde ich mal sagen. Ne? Also die Entfernungen hier sind nicht ohne, vor allen Dingen, wenn man halt alles mitnehmen will. Ich zeige euch immer mal wieder jetzt so hier Videoausschnitte und dann ja, seht ihr, wie die Entfernungen hier sind. Ja, hier findet im Übrigen die Lichtshow statt. Also wenn ihr abends die Lichtshow sehen möchtet, dann könnt ihr euch hier hinsetzen und ja, dann werden die Pyramiden in verschiedenen Farben beleuchtet, die Sphinx, das wird die Geschichte ein bisschen erzählt, das schaue ich mir auch auf jeden Fall an, weil ja, es bietet sich einfach an, das Hotel oder die Nachbarterrasse vom Hotel und auch mein Hotel haben hier direkte Sicht drauf. Ja, wie ihr seht, ist jetzt nichts Besonderes, die haben einfach Stühle aufgestellt, das Wichtige ist dann die Show. Wie der Eintrittspreis von der Show ist, blende ich euch mal ein, weil aktuell weiß ich das auch noch nicht. Muss ich gleich mal fragen. Und ja, ich gehe jetzt da durch und folge den anderen Touristen. Wahrscheinlich blende ich die Lichtshow auch am Abend nochmal ein, denn ich kann ja von meinem Hotel aus direkt drauf schauen. Und dann schaue ich mal, ob ich da gute Aufnahmen für euch hinkriege. Schaut euch das mal an, wie krass diese Blöcke aussehen. Und vor allen Dingen, wie wenig Platz da teilweise ist. Hier war ich bei der Touristentour vor einem Jahr auch nicht. Ich war nur auf der anderen Seite und habe dann auf die Sphinx drauf fotografiert. Bin dann runtergelaufen, da genau, wo ich halt das Video gestartet habe, genau da wurden wir dann halt abgeholt. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Ja, ich laufe jetzt außen rum. Ich dachte, es geht von innen vielleicht irgendwie oben entlang. Ja, hier gibt es natürlich so Basarstände. Hier seht ihr auch schon so ein bisschen die Lichttechnik. Ja, hier lauft ihr dann lang. Und dann kommt ihr hier zum Eingang und dann könnt ihr halt hochlaufen zu den Pyramiden. Alternativ könnt ihr natürlich auch einfach der Straße folgen. Ich wollte jetzt mal unbedingt von dieser Seite gehen, einfach weil ich letztes Jahr von der anderen Seite gelaufen bin. Und ja, man muss ja alles mal gesehen haben. Außerdem habe ich jetzt Zeit, also ich kann theoretisch den ganzen Tag hier verbringen. Es gibt keinen Timeslot oder kein Timelimit für diese 240 ägyptischen Pfund. Also kann ich hier auch alles entlang laufen. Oh. Thank you.
und hier ist dann der Gang. Ja, den Weg würde ich wirklich nur Leuten empfehlen, die auf jeden Fall gut zu Fuß sind. Denn ich kann euch da mal ein Bild einblenden und ihr seht es auch schon auf dem Boden. Das ist sehr, sehr holprig und da vertritt man sich schnell mal. Also der andere Weg, die Straße sozusagen, wo die ganzen Leute langlaufen, ist auf jeden Fall, wenn man schlecht zu Fuß ist, die bessere Alternative. Ihr könnt besser von unten nochmal euch die Swings angucken, als hier wirklich runter zu laufen. Also im Nachhinein beneide ich die Leute auf der Tour letztes Jahr auf jeden Fall nicht, denn es ist schon anstrengend. Und hier seht ihr jetzt, was ich meine. Wir haben jetzt kurz vor 10 und die ganzen Busse kommen jetzt halt alle an. Also entweder halt aus Kairo selbst oder aus Hurghada und Umgebung. Und ja, jetzt dauert es wahrscheinlich gleich relativ lange, um in die Pyramide reinzukommen. Wie gesagt, ich empfehle euch auf jeden Fall, wenn ihr Frühaufsteher seid oder halt am Morgen gut aus dem Bett kommt, dann geht ihr wirklich um Punkt 8 Uhr hin. Dann habt ihr hier 2 Stunden mehr oder weniger oder 1,5 Stunden auf jeden Fall eure Ruhe. Und es sind halt wirklich nur eine Handvoll Leute hier, vielleicht, weiß nicht, 100 Leute auf dem ganzen Areal, das ist aber nichts. Und ja, von meinem Zimmer aus konnte ich halt sehen um 8, wie sich das langsam füllt. Aber ich hatte halt, wie gesagt, keine Motivation rauszugehen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier mit Pferden und Kamelen zu reiten, um die Wege sozusagen abzukürzen. Da muss man halt selbst nicht laufen. Ich werde es nicht machen. Aber kann man natürlich machen. Verhandelt da auf jeden Fall gut. Ja, ich werde jetzt zur Pyramide gehen zur ersten. Und ich werde beide jetzt mir erstmal von innen angucken. Dann habe ich das sozusagen abgehakt für mich selbst. Weil ich war letztes Jahr ja nur in einer drin. Und ja, dann sind mir die Touristen mehr oder weniger egal. Ja, das ist jetzt die Chefrin-Pyramide. Da bin ich ja letztes Jahr reingelaufen. Hat sich auch gezeigt. Hier hinten ist der Eingang. Ja, ich kann jetzt leider nicht so sehr ranzoomen, weil ich aus dem Weitwinkel heraus filme, damit ich halt die Pyramide überhaupt drauf kriege. Ja, da gehe ich als zweites rein, weil das ist mir im Notfall nicht ganz so wichtig. Und hier ist dann die Cheops-Pyramide. Und da gehe ich jetzt als allererstes rein. Das ist schon Wahnsinn, wie groß das halt wirklich vor Ort ist. Also jeder, der die Möglichkeit hat, sollte sich das auf jeden Fall mal aus der Nähe angucken. Ich weiß jetzt schon, dass es aus einem Video auf keinen Fall so krass rüberkommt, wie es halt wirklich ist. Das ist halt bei vielen so, bei vielen Dingen so, auch unter Wasser oder so. Aufnahmen sind schön und gut, geben auch so eine grobe Orientierung. Aber das eine oder andere ist halt in Real Life doch um einiges nochmal beeindruckender. So, ich bin jetzt mal gespannt, wie viele Touristen tatsächlich bei der Pyramide sind, beim Eingang. Weil es ist nicht gerade leer hier. Also 25 Busse sind schon etwa hier, also inklusive Minibussen. Hier steht natürlich auch überall Polizei. Zum Thema Sicherheit kann ich euch auch noch mal eine Story später irgendwann erzählen. Denn ich hatte was im Bus vergessen. Aber dazu später noch mehr. Ja, die Straße könnt ihr dann einfach langlaufen oder halt hier auf dem Plateau. Und dann kommen wir hier zu dem Eingang. Ihr seht schon, auch hier stehen noch mal mindestens 20 Busse. Also clever war es auf jeden Fall nicht, eine halbe Stunde länger im Bett zu bleiben. Aber jetzt kann ich euch mal zeigen, wie es aussieht, wenn ihr als Tourist hierher kommt. Also die ungeschönten Bilder sozusagen. Man kann natürlich immer abwarten, dass man die perfekte Fotolocation findet. Aber in echt sieht es dann meistens so aus. Also es gibt kaum Ecken, wo keine Touristen stehen. Denkt nicht, ihr seid die Ersten oder die Einzigen, die an einem Tag hier die Pyramiden euch angucken wollt. Ja, heute auch sehr staubig, ein bisschen Smog. Und das war im Übrigen auch der Eingang hier, wo ich damals angekommen bin. Ich glaube, das ist der offizielle Eingang für die ganzen Busse und so oder für die Fahrzeuge. So, das
das ist jetzt der Eingang von der Cheops-Pyramide. Ich denke, den erkennt man auch relativ gut. Vor allen Dingen stehen da immer sehr viele Leute. Das ist halt gleichzeitig ein Ein- und Ausgang. Also sprich, da wo man reinkommt, geht man auch später genauso wieder raus. Ganz am Anfang der Eingang in die Pyramide ist ja gut ausgebaut, sage ich mal. Also auch als großer Mensch kann man da ganz entspannt durchlaufen. Hier und da muss man natürlich den Kopf einziehen, das ist normal, aber jetzt nichts Spektakuläres. Dann gibt es da so einen kleinen Stau, weil man das erste Mal dann hochläuft und der Gang ist relativ schmal. Das heißt, dort staut sich das, weil die Leute halt ja einfach längere Zeit brauchen. Man geht in sehr gebückter Haltung auf, ja, sag ich mal so Stufen, also sehr ungewohnt auf jeden Fall und auch sehr anstrengend hochzulaufen. Danach ist man in der ersten großen Kammer. Dort kann man wieder völlig normal stehen. Die ist, ja, weiß nicht, 10 Meter hoch. Dort läuft man dann ganz normal hoch auf so ein ja, kleines Plateau. Und danach geht man nochmal richtig gebückt, meistens auf Knien, durch einen kleinen Gang durch, um dann in die große Grabkammer zu kommen. Die Grabkammer selber ist vielleicht 50 Quadratmeter groß, wenn überhaupt. Dort drin steht halt ein Sarkophag, beziehungsweise ein Stein, wo der Sarkophag reingelegt wurde. Und ja, am Ende geht man genauso wieder raus aus der Pyramide. Man läuft also durch diesen kleinen Gang wieder zurück. Danach wieder durch die große Kammer, wo man normal stehen kann. Und am Ende wieder gebückt durch den kleinen Vorsprung. Alles in allem ist das sehr anstrengend, also überschätzt euch da nicht und nehmt auf jeden Fall eine Flasche Wasser mit, drin ist es sehr heiß. Ja, da wo jetzt die ganzen Leute stehen, ich versuche es mal einzufangen, da ist der Eingang und Ausgang der Pyramide. Also bedenkt jeden Weg, den ihr reinlauft, müsst ihr auch genauso wieder zurücklaufen. Das gilt für diese Pyramide, aber auch für die Chefrin-Pyramide, also für Cheops und Chefrin gilt für beide. Welchen Weg ihr dann am Ende zurücläuft, zur anderen Pyramide oder zum Plateau, ist egal. Also es ist eine Pyramide, ihr könnt beide Wege rumlaufen. Bedenkt aber, hier der Weg ist ja ein bisschen holpriger. Also wer nicht so ganz so gut zu Fuß ist, sollte den anderen Weg auch wieder zurücknehmen. Da ist halt eine Straße. Ansonsten, ja, es ist halt unfassbar heiß. Bedenkt auf jeden Fall, also innen drin, bedenkt auf jeden Fall so früh wie möglich hier zu sein, wenn ihr könnt. Also wenn ihr hier ein Hotel habt, dann seid wirklich 8 Uhr hier. Ich stand jetzt selber nicht lange an, also hier und da vielleicht mal 2, 3, 5 Minuten, nicht länger. Die Leute, die jetzt, also als ich dann zurückgekommen bin, wie gesagt, man läuft denselben Weg wieder zurück, die Leute stehen mindestens oder sind mindestens eine Stunde in der Pyramide, um zur Grabkammer zu kommen. Also es ist unfassbar voll und ja, das wollt ihr euch nicht antun. Innen drin ist es unfassbar heiß, die haben Klimageräte aufgestellt, aber das spielt keine Rolle, es ist trotzdem unfassbar heiß. Und ja, ich laufe jetzt zur anderen Pyramide. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich in die Chefrin-Pyramide reinlaufe. Nochmal, ich hatte ja damals die Bilder gezeigt im anderen Video. Es ist schon sehr, sehr anstrengend. Also man läuft sehr viel gebückt. Also man sollte schon fit sein auf jeden Fall. Ja, ich laufe jetzt zur anderen Pyramide und auf dem Weg überlege ich mir, ob ich nochmal reingehe oder nicht. Das Ticket für 100 ägyptische Pfund habe ich mir schon gekauft. Aber mal schauen. Ja, wo ihr dann am Ende langläuft, ist wie gesagt egal. Hier seht ihr noch so ein bisschen Lichttechnik. Und dann geht's dort zur Chefrin-Pyramide. Also ich habe mir jetzt überlegt, ich werde wahrscheinlich nicht reingehen. Ja, wenn ihr die Cheops-Pyramide von innen sehen wollt, dann lauft ihr am besten diesen Weg entlang, entweder auf der Straße oder da, wo die Leute laufen, unten auf dem Plateau. Bedenkt, auf der Straße auf jeden Fall einfacher zu laufen. Wenn ihr aus der Pyramide rauskommt, wo ich ja gerade drin war, könnt ihr entweder wieder hier genau zurücklaufen oder ihr könnt die andere Seite nehmen. Die andere Seite ist allerdings länger und auch nicht so gut zu Fuß zu laufen, sage ich mal. Also könnt ihr wissen, oder müsst ihr wissen. Ich laufe jetzt zur Chefrin-Pyramide rüber. Ja, ich stehe jetzt hier vor der Chefrin-Pyramide. Da hinten ist der Eingang, also da, wo das Häuschen ist. Ich werde jetzt allerdings nicht reingehen, sonst habe ich morgen extrem Muskelkater und kann hier nicht mehr laufen. Wie gesagt, es ist sehr schwierig, in gebückter Haltung da immer durchzulaufen. Ich blende aber mal ein paar Bilder ein von dem Video von letztem Jahr. Da hat sich ja jetzt nichts geändert. Also für alle diejenigen, die beide Pyramiden von innen sehen wollen, die sollten auf jeden Fall erstens Zeit mitbringen und auch ja, gut trainiert sein oder relativ fit sein. Oder der morgige Tag wird sehr anstrengend für die Person. Hier in der Chefrin-Pyramide gibt es allerdings auch nicht so viel zu sehen. Also ich finde es jetzt nicht so aufregend wie die Großpyramide. Allerdings ist die Großpyramide auch viel, viel anstrengender zu bewältigen. Ich laufe jetzt zur letzten Pyramide und ja, gucken wir das da nochmal an. Möchte auf jeden Fall noch zum Panorama-Aussichtspunkt, da kann man auch hinlaufen. Viele sagen immer, dass man da nur mit einem Kamel hin kann oder mit einem Pferd, das ist gelogen. Man kann auch laufen, dann läuft man halt 20 Minuten. Und weil ich halt, wie gesagt, das ganze Gelände hier jetzt mit Laufen erkunden möchte, möchte ich nicht unbedingt noch in die zweite Pyramide rein, zumal ich da halt schon letztes Jahr drin war. Also laufe ich jetzt einfach diesen Weg so ein bisschen entlang. Wo ich jetzt hier gerade aufs Video gucke,
Wichtig, nimmt auch viele 20 ägyptische Pfundscheine mit oder oft 2-Euro-Stücke, weil ihr wollt hier unterwegs immer mal wieder was Kühles zu trinken haben und die können halt häufig nicht wechseln oder möchten nicht wechseln und dann ist es clever, das passende Geld sozusagen dabei zu haben. Ja, ansonsten, wer nicht laufen möchte, kann natürlich auch jederzeit irgendwo hier ein Kamel nehmen oder ein Pferd nehmen. Wichtig ist nur verhandeln. Zahlt dem nicht irgendwie 30 Euro oder so, nur damit er euch mit dem Kamel hier ein bisschen rumführt. Weil schneller seid ihr dadurch nicht unbedingt, ihr seid halt nur bequemer unterwegs. Ja, hier liegen auch riesige Granitblöcke. Ich würde gerne wissen, was so ein Block in Deutschland wert ist. Ja, wie ihr hören könnt, ist es ein bisschen windig geworden. Ich bin jetzt hinter der Chefrin-Pyramide und dann könnt ihr hier einfach langlaufen. Und dann könnt ihr zur letzten Pyramide. Entweder lauft ihr da lang, wo die Leute jetzt langlaufen und das Pferd langreitet. Oder ihr geht hier entlang. Ich bin jetzt hier entlang gelaufen, weil ich mal nach oben filmen wollte. Ich blende mal ein Foto ein und ja, mir die Granitsteine angucken wollte. Ja, das Gelände ist sehr weitläufig. Also man kann hier, wenn man möchte, auf jeden Fall den ganzen Tag verbringen. Es gibt hinten auch noch ein Grab bei der Cheops-Pyramide. Von der Mutter von Cheops, wenn ich das richtig verstanden habe. Da kann man auch reinlaufen, aber da bin ich jetzt nicht reingelaufen, weil es ja, soll ja noch ein paar Überraschungen geben, wenn ihr hier selbst herlauft. Ansonsten ja, laufe ich jetzt das letzte Stück noch. Ja, ich bin jetzt die Chefrin-Pyramide entlang gelaufen, also ich bin da entlang gekommen. Ihr könnt auch den Autos einfach folgen, dann ja, fahrt ihr hier die Straße entlang und ihr kommt in beiden Wegen oder in beiden Fällen kommt ihr zur Pyramide, ist auch nicht zu übersehen, wenn ihr nach oben schaut. Ansonsten ja, werde ich jetzt zur Chefrin, ich kann die nie so aussprechen, Mykerios-Pyramide oder so ähnlich, laufen und danach zum Aussichtspunkt. Denn vom Aussichtspunkt aus kann man alle Pyramiden auf einen Blick haben und das ist halt schon sehr, sehr schön. Ja, wie ihr sehen könnt, ihr könnt natürlich auch den Weg reiten, entweder mit Kamel oder Pferd. Ist auch nicht so teuer, also ihr müsst halt nur gut verhandeln. No. Ja, die Touristen werden im Übrigen mit dem Bus, also entweder mit dem großen Reisebus oder mit einem Minibus hier hingefahren, weil die keine Zeit haben, dass alle Leute halt diesen Weg 20, 30 Minuten lang laufen. Also ich glaube, an schlecht besuchten Tagen stehen hier mehr Pferde und Kamele als Menschen. Ja, hier möchten euch die Leute gerne aufs Kamel oder aufs Pferd bringen, weil die dann mit euch zur Aussichtsplattform reiten. Manche sagen auch, dass es nicht erlaubt ist zu Fuß, nur mit einem Tier. Das ist aber gelogen, also ihr könnt da genauso gut hinlaufen. Dann lauft ihr halt 20 Minuten. Wie gesagt, ihr seid mit einem Kamel oder Pferd nicht unbedingt schneller, ihr seid halt nur komfortabler. Ja, da seht ihr es, die Leute werden halt gebracht mit den kleinen Minibussen oder wirklich mit den großen Reisebussen. Dann machen die halt hier Halt. Da, wo die Sonnenschirme sind, also jetzt ziemlich mittig auf dem Bild, sind auch noch so ja, Shopverkäufer, so kleine Basare. Also für Leute, die unbedingt was aus Kairo kaufen wollen, die können da ruhig was kaufen. Ansonsten, ja, es ist genau das gleiche Zeug, was ihr auch in Hurghada kriegt. Das ist jetzt hier nichts super Besonderes. Da hinten seht ihr einen großen Reisebus. Ja, ich zeige euch noch mal eben den kleinen Basar. Also ist nett gemacht. Was ihr auf jeden Fall hier braucht, ist Kleingeld für Trinken. Also da würde ich auf jeden Fall Geld mitnehmen, weil sonst wird das ein sehr, sehr langer Tag für euch. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt im laufenden Jahr kommt, also sprich in den Sommermonaten, ab November oder so geht es dann auch wieder. Aber jetzt ist es gerade noch angenehm wegen dem Wind halt. Ne? Ohne Wind wäre das auch schon wieder eine andere Geschichte. Hier seht ihr, gibt so die typischen Sachen. Hier werden die Leute dann abgesetzt.
Dann können die hier eine halbe Stunde verbringen und dann werden die auch wieder eingesammelt. Also so war es mit mir damals. Ich glaube, eine halbe Stunde oder 40 Minuten haben wir hier verbracht. Ja, hier stehen, wie gesagt, viele Kamele und so. Und ich laufe jetzt mal zum Aussichtspunkt. Dafür lauft ihr jetzt hier einfach rechts dran vorbei. Ich nehme euch einmal mit. Lauft ihr rechts dran vorbei und dann einfach nur stumpf geradeaus. Da gibt es so eine Erhöhung. Und genau auf dieser Erhöhung habt ihr das beste Motiv. Also hier ist loser Sand, noch anstrengender zu laufen. Ob ich so weit zoomen kann. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Genau in der Mitte jetzt sind die Kamele und von da aus kann man halt am besten auf die Pyramiden draufschauen. Nennt sich hier irgendwie Panorama View. Man kann halt hinlaufen, ist genauso schnell wie mit Kamel, weil die lassen euch ja nicht, ich weiß nicht, wie man es beim Pferd nennt, wenn man reiten kann, aber die lassen euch ja nicht im Galopp, glaube ich, herreiten. Also die meisten können ja nicht reiten und dementsprechend wäre das höchst gefährlich. Also traben die einfach nur ganz langsam mit euch und dann seid ihr genauso schnell damit laufen. So, ich bin jetzt auf der Aussichtsplattform. Ihr seht schon, die Aussicht von hier ist Wahnsinn. Also man hat alle Pyramiden super schön in einer Reihe. Von dort hinten, also da wo ich das Video sozusagen gecuttet habe, von dort aus bis nach hier, also ich stehe jetzt hier auf einem noch höheren Berg sozusagen als die da vorne mit den Kamelen, läuft man circa 10 Minuten. Also wenn ihr langsam und entspannt läuft, dann 15 Minuten. Wenn ihr ein bisschen zügiger läuft, so wie ich jetzt, dann sind es 10 Minuten. Also kann man auf jeden Fall machen. Mit dem Kamel seid ihr auch nicht schneller, mit den Pferden auch nicht. Außer, kleiner Nachtrag vielleicht an der Stelle, ich versuche es mal einzufangen, wenn ihr diese Kutsche nehmt, dann seid ihr natürlich schneller, weil das Pferd zügiger läuft als normal. Mit dem normalen Pferd werdet ihr quasi nur hinterhergezogen und die haben dieselbe Geschwindigkeit dann wie ein Kamel, weil, ihr seht schon, der Typ läuft ja auch. Also wie soll der dann schneller sein mit einem Kamel als ihr zu Fuß? Ist einfach nur eine bequemere Art sozusagen hier hochzukommen. Ich würde jedem hier auf jeden Fall empfehlen hinzulaufen und euch die Cheops-Pyramide von innen anzusehen. Das sind auf jeden Fall die schönsten Erfahrungen hier, meiner Meinung nach. Und ja, ich werde jetzt, ihr hört es vielleicht, bin leicht außer Atem. Ich werde jetzt wieder zurücklaufen, mir noch was zu trinken holen und ja, dann auf jeden Fall abends die Show genießen. Ich werde wahrscheinlich von dem Nachbarhotel die Show aussehen, weil das ist das Hotel, was am nächsten dran ist an der Swings und die Swings ist quasi der Mittelpunkt und ja, ich denke, dass ich da die Show am besten genießen kann. Ich werde aber auch nochmal Bilder einblenden vom Sky Pyramids Hotel von der Dachterrasse, weil die ist auch super. Die liegt mittiger, also wenn man schöne Bilder machen will, würde ich sagen, ist das Sky Pyramids Hotel ein bisschen besser. Wenn man die Lichtshow sehen will, dann würde ich jetzt aktuell sagen, ist das Egyptian Pyramids Hotel das Beste. Ich blende da mal ein Bild auf jeden Fall ein. Ich weiß nicht ganz genau. Ne, Egyptian Pyramids Inn heißt es richtig, genau. Ja, je nachdem, was ihr halt wollt. Von den Hotels selber mache ich natürlich auch nochmal entweder ein eigenes Video oder ich cutte das irgendwo noch mit rein, damit ihr einen guten Eindruck habt, wie ich halt jetzt hier untergebracht bin. Ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schön. Da bauen die gerade irgendwas. Keine Ahnung. Unidentifizierbar aktuell. Und wer will und Puste hat, der kann auch noch ein Stück höher laufen. Das ist der andere Aussichtspunkt. Ich werde da, glaube ich, auch noch mal kurz hochlaufen, weil ihr seht, da hinten sind die ganzen Busse und von da aus machen die dann alle eine Kameltour nach da oben. Also ihr seht, die laufen da und dann stoppen die da. Ich guck mal, ob man da vielleicht noch eine bessere Sicht hat. Die 5 Minuten nehme ich mir noch. Weil ich bin langsam auch wirklich erschöpft und will vor allem was trinken. Ja, ich bin jetzt auf der höchsten Plattform. Hier ist es natürlich auch ein bisschen windiger, aber auch ein super Fotomotiv. Also ihr seht hier hinten,
versuch mal, genau, da kommen die Reisebusse an, bringen euch auf den Kamel und dann lauft ihr mit denen hierher auf den höchsten Aussichtspunkt. Da hinten ist wieder das Gebäude. Ihr seht, es gibt hier quasi drei Ebenen. Da, wo ich jetzt gerade stehe, dann vorne den kleinen Berg und dann nochmal eins tiefer, da, wo die Kamele sind und dann halt die Grundebene, sag ich mal, also der tiefste Punkt. Wirklich sehr, sehr schön. Also hier läuft man ein bisschen länger hin, weil dieser Untergrund nicht wirklich befestigt ist. Ihr hört es auch schon, man rutscht hier überall, weil der Sand halt hier noch richtig lose ist, also nicht so schön festgetreten ist. Also ich glaube, wenn ihr hier komplett von ganz hinten nach hier lauft, lauft ihr 20 Minuten. Da, wo die Kamele sind, lauft ihr so 10 Minuten hin. Also nur, dass ihr so eine grobe Idee habt. Ihr dürft ja auch hinlaufen, das ist gar kein Problem. Also glaubt nicht, wenn irgendwer sagt, ja, ist nicht erlaubt oder so, weil sonst wäre ich auch nicht hier. Also ich habe jetzt auch kein Sonderticket. Ich habe die drei Tickets gebucht, also sprich Chefin-Pyramide, Cheops-Pyramide und das ganz normale Eintrittsticket. Und es gibt kein Ticket oder so, was euch erlaubt, hier quasi auf den Panoramapunkt zu gehen. Ja, ich bin jetzt von der letzten Pyramide zurückgelaufen und ich habe gesehen, es gibt hier auch den einfacheren Weg, also mit einer schönen Touristenstraße betoniert. Hier kann man auf jeden Fall leichter entlang laufen. Ich bin halt um die Pyramide drum gelaufen, also sprich jetzt da rechts gelaufen, einmal um die Pyramide herum. Man kann beide Wege gehen, wie man so schön sagt, beide Wege oder viele Wege führen nach Rom. Guckt einfach, wo ihr besser entlang laufen könnt. Hier ist zwar auch ein bisschen sandig, aber trotzdem ist es hier, glaube ich, einfacher zu laufen als um die Pyramide herum. Weil wenn ihr hier natürlich umknickt, habt ihr echt ein Problem. Dann ist der Urlaub gelaufen. Die Pyramiden sind auf jeden Fall sehenswert. Also jeder, der kann, sollte das auf jeden Fall sich einmal im Leben anschauen. Ja, hier auch nochmal eine schöne Ansicht von den Pyramiden. Also ihr könnt hier den Weg hochlaufen, den ihr jetzt auf dem Video seht. Da bin ich hingelaufen. Und jetzt aktuell laufe ich die Straße zurück. Also das ist die Straße, die ihr auch seht. Und wenn ihr unten das Ticket kauft, dann wird auch empfohlen, hierher zu laufen. Also nicht den anderen Weg, sondern den anderen Weg eher für den Rückweg zu nehmen. Denn runterlaufen ist das einfacher als hoch. Obwohl ich bei beiden Malen eher den Weg hier empfehlen würde. Es ist auf jeden Fall viel einfacher zu laufen. Wenn ihr vorhabt, hier den ganzen Tag zu verbringen, dann seid ihr am Ende doch froh, wenn ihr auch ein bisschen Straße laufen könnt. Da hinten ist auch, wie ihr schön sehen könnt, die Lichtershow, also die ganzen Stühle, habe ich euch ja vorhin schon gezeigt auf dem Hinweg. Hier kommt jetzt die Swings. Das ist der Weg, den ich auch bei der Touristentour genommen habe oder der mir halt vorgegeben wurde. Also ich hatte keine Auswahl, ich hätte da gar nicht gerne laufen dürfen, selbst wenn ich gewollt hätte. Weil man darf sich zwar in der Gruppe ein bisschen frei bewegen, aber halt auch so, dass man immer mal wieder im Blick der Aufpasser ist, sozusagen, der Tourguide. Nicht, dass hier Leute verloren gehen, weil ihr habt ja gesehen, das Areal ist riesig. Also wenn hier irgendwer verloren geht, dann ist der weg. Also den findet man dann auch nicht mal so eben. Weil, ja, der kann in irgendeiner Pyramide sein, der kann in irgendeinem Tempel hier sein, wo die Wände höher sind, wo man überall dann reingehen müsste und den suchen müsste. Das kann ja keiner verantworten. Also man muss immer so ein bisschen in der Gruppe bleiben. Ja, da unten ist auch das Hotel. Da seht ihr schon, die Aussichtsplattform oder die Dachterrasse ist halt wirklich genau auf die Swings gerichtet. Ich habe auch lange, lange nach Hotels gesucht und das ist das Beste, was ich gefunden habe, wo ich halt wirklich frontal auf die Swings gucken kann. Und ja, beide Hotels sind für mich die besten. Das eine ist halt zentral mittig für die Pyramiden und das andere ist halt zentral mittig auf die Swings. Also die sind ja auch ein bisschen versetzt. Aber erkläre ich euch auch in einem anderen Video nochmal. Ja, das ist jetzt die Swings. Wahnsinn. Ja, ich war jetzt hier fast 5 Stunden. So, und sowas zum Beispiel kann man dann halt auch nur machen, wenn man da unbedingt ein Foto haben möchte. Sowas kannst du nur machen, wenn du hier auf eigene Faust unterwegs bist. Ansonsten fehlt dir für sowas die Zeit, beziehungsweise ist es halt nicht erlaubt, sich so weit von der Gruppe zu entfernen. Also wer hier mal wirklich auch eine gute Kamera mitnimmt, also
weiß nicht, irgendeine Spiegelreflex, die auf jeden Fall besser ist als ein iPhone 13 Pro. Der kann hier Stunden, Tage verbringen, um geile Fotos zu machen. So, also ich gehe jetzt raus. Ja, der Tag an den Pyramiden war dann auch irgendwann vorbei. Dann habe ich gar nicht mehr so viel gemacht. Also ich war auch ziemlich kaputt. Ihr habt es ja gehört, teilweise habe ich auch richtig geschnauft, weil das natürlich auch riesige Entfernungen sind. Also ihr könnt euch das gerne mal bei Google oder bei Apple auf dem Kartenprogramm angucken. Man läuft halt schon seine Meter, wenn man alles zu Fuß läuft. Nachdem ich mich dann ein, zwei Stunden hingelegt hatte und ja so ein bisschen gechillt habe, bin ich auf die Dachterrasse vom Partnerhotel gegangen, dem Egypt Pyramids Inn. Das ist so, ja, fußläufig, ja, vielleicht 2 Minuten, 3 Minuten, irgendwie sowas um den Dreh. Und diese Dachterrasse darf man halt mitbenutzen, kostenlos. Und von dort aus ist man am nächsten dran an den Pyramiden und an der Lichtschau, die ich mir dann halt angeguckt habe. Davon sind auch die Fotos, wie ihr sehen könnt. Das mehr oder weniger kleine Problem ist allerdings, dass man die Lichtschau zwar sieht, allerdings der Ton ist ja qualitativ eher schlecht. Also wenn man der Show wirklich folgen möchte und der Geschichtserzählung wirklich folgen möchte, dann würde ich eher empfehlen, sich wirklich das Ticket zu holen und sich dann da wirklich hinzusetzen. Wenn man einfach nur ein paar schöne Bilder haben möchte, dann reichen auch alle umliegenden Hotels mit der Dachterrasse. Dann kann man genauso schöne Fotos machen. Der Geschichte folgen konnte ich jetzt selber nicht wirklich, also dafür war die Qualität meiner Meinung nach zu schlecht, aber man konnte auf jeden Fall viel sehen. Am Ende blende ich euch noch ein Bild ein von meinem Zimmer. Wie gesagt, ich mache auf jeden Fall auch noch ein Video zu meinem Hotel oder zu den beiden Hotels.